Meppen. Vom Spiel der Meppener gegen den Tabellenführer der Oberliga Nord, der Fußball-Oberliga Nord, muss man korrekterweise sagen, VfB Oldenburg, berichtet jetzt Peter Graumann. Rekordbesuch im Hindenburg-Stadion. Fast 7000 Zuschauer wollten dieses, man kann fast sagen, Lokalderby miterleben. Zumal Oldenburgs Trainer Hans-Dieter Schmidt 5 Jahre lang beim SV Meppen tätig war. Die Mannschaft, die ich hier 5 Jahre gehabt habe, war bis auf 4 Spielern, waren alle bei mir, die heute spielen. Und wir haben ein herzliches Verhältnis. Ich war vor dem Spiel auch in der Kabine. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Wir wollen versuchen, hier mitzuspielen. Wer weiß besser als ich, dass hier unheimlich schwer ist zu gewinnen, auch schon Punkt zu holen. Wenn wir Punkt holen, dann hätten wir heute eine Bombengrundlage für die Weihnachtsfeier, die wir in Oldenburg haben. Aber vielleicht holen wir ja auch 2. Und wenn wir verlieren, dann haben wir immer noch 3 Punkte Vorsprung. Dann hoffe ich, dann wird uns das Bier heute Abend trotzdem schmecken. Die Platzherren in den dunklen Trikots hatten bereits das Hinspiel beim VfB mit 3:1 gewonnen. Und auch diesmal begann die Partie sehr verheißungsvoll für sie. Schon nach 7 Minuten gelingt Martin van der Pütten die 1:0-Führung. Kurz darauf eine Szene, in der die Oldenburger Strafstoß reklamierten. Aber auch in der Zeitlupe ist nicht eindeutig zu erkennen, ob Mittelstürmer Richter umgestoßen wurde oder selber fiel. Auf jeden Fall ließ Schiedsrichter Harder aus Lüneburg weiterspielen. Bei frühlingshaften Temperaturen boten beide Teams teilweise recht guten Oberliga-Fußball. Allerdings mit der Einschränkung, dass die Oldenburger Hintermannschaft viele Schwächen aufwies und mit ihrer Raumdeckung gegen die schnellen gegnerischen Stürmer nie zurechtkam. Auch im Angriff lief beim Spitzenreiter wenig zusammen. Schmerzhaft wurde der etatmäßige Mittelstürmer Rode vermisst. Die größte Möglichkeit zum Ausgleichstreffer durch Schulze mit der Nummer 10. Doch Meppens Torwart Rühländer hat aufgepasst. Auf der Gegenseite eine weitere gute Chance für die Gastgeber. Doch zur Halbzeit bleibt es beim knappen 1:0 Vorsprung. Meppens Trainer Persicke mit der Leistung seiner Elf durchaus zufrieden. Zumal sie sich in den zweiten 45 Minuten sogar noch steigerte. Wieder der agile Van der Pütten, ein Vollblutstürmer, den die Oldenburger nie in den Griff bekamen. Mitte der zweiten Halbzeit ein schulmäßiger Angriff der Emsländer. Und wieder ist Martin Van der Pütten zur Stelle. 2:0 für die Gastgeber. Noch einmal der kluge Rückpass von Toben und keine Abwehrmöglichkeit für Oldenburgs Torwart Kröger. Die Gäste, schon zu diesem Zeitpunkt fast geschlagen, mussten sich nun weiteren Kontern erwehren. Wieder Van der Pütten. Und ein platzierter Schuss ergibt sogar das 3:0 für den SV Meppen. Der dritte Treffer hintereinander für den 21-jährigen Emsländer. Er wurde gestern zur spielentscheidenden Figur im Hindenburg-Stadion. Die Wiederholung aus der Sicht der Torkamera. Martin van der Pütten, 3 Tore gegen den Tabellenführer, gegen den VfB Oldenburg. Das hatten Sie bestimmt vorher nicht erwartet. Ganz bestimmt nicht. Also so einen starken Gegner 3 Tore schießt, das ist schon was Schönes. Das erste war ein Freistoßtor. Wie haben Sie das gesehen? Ja, auf 18 Meter und draufgehalten. Und der Torwart hatte keine Chance? Nein, konnte er nicht halten. Und dann musste ja Oldenburg kommen und Sie konnten kontern und Sie haben diese Chancen ausgenutzt. Ja, dies ist so unser Spiel, wenn wir von hinten aufmachen, also wenn der Gegner aufmachen muss. Und wir kontern können, das ist unser Spiel und das liegt uns am besten. Sind Sie vom VfB Oldenburg etwas enttäuscht, vom Spitzenreiter? Nein, die erste Halbzeit haben sie super gut mitgespielt und wir hätten auch wohl ein und alle Tore schießen können. Nur sie haben den Pech gehabt, wir haben eins gemacht und nee. Und sie mussten zweite Halbzeit aufmachen und da haben wir sie im Ausgekontert. Fußball. Es gibt ja heute Abend eine herrliche Weihnachtsfeier vom SV Meppen. Ja, das machst du sagen. Hundertprozentig, freue ich mich jetzt schon so. Und diese Freude wurde noch größer, als Mittelstürmer Toben kurz vor Schluss
das 4:0 erzielte. Für die Meppener ein schönes Weihnachtsgeschenk. Sie bleiben durch diesen Erfolg weiter in der Spitzengruppe der Oberliga. Die Emsländer haben jetzt eine längere Pause vor sich, während die Oldenburger noch am 29. und 30. Dezember zu ihrem Hallenturnier in der Weser-Ems-Halle bitten. Gegner sind dort unter anderem die Bundesligamannschaften vom Hamburger SV und Schalke 04 sowie das dänische Spitzenteam aus Aarhus.